Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie Jig is of Time. Aktuell sind wir hier in einem Secret Level von Breath of the Wild drinne. Und ja, es ist ein bisschen eklig, man muss ein bisschen seine Ressourcen einschätzen. Hier zum Beispiel können wir halt immer nur rein mit einer goldenen... Oh Gott, mit einer goldenen Feder. Und wir haben halt nicht so viele. Goldene Federn kann man sich zwar holen, indem man ein paar von den Ranken zerstört. Aber das kostet halt goldene Eier. Goldene Eier. Das kostet halt Eier. Und davon haben wir halt auch nicht so viele. Oh Gott, hier sind sogar ganz viele untereinander. Und wir haben nicht mal was dafür bekommen. Ah, okay, weil das ist der Weg rüber. Wir brauchen hier quasi ganz viele Eier, damit wir darüber können. So, da sind... Da ist auch nochmal eine einzelne Pflanze. Die lasse ich jetzt mal kurz da stehen. Ich würde mal kurz den hier machen. So, jetzt sind wir, glaube ich, erstmal da, wo wir hin müssen, oder? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, was aufzuwuppen. Hier können wir jetzt fliegen. Ach du Scheiße. Okay, was passiert, wenn ich jetzt auf den Schalter gehe? Was macht der für uns? Der Sarkophag öffnet sich und das bestimmt auf Zeit, oder? Ach nein. Ah, ist quasi wie ein Shortcut. Verstehe. Okay, cool. So. Ja, und jetzt? Was bringt mir das? Oh, unendliche Eier. Ja, nice. Das fand ich jetzt gut. So. Was mache ich jetzt damit? Boah, sind schon Frame-Einbrüche gerade. Also ich würde jetzt erstmal ganz kurz hier hinfliegen, weil hier eine Kiste ist. Da ist noch ein Mumbo-Schädel drin. Okay, wir müssen aber wahrscheinlich irgendwo einen Dings finden, ne? Einen Puzzleteil. Und wir haben jetzt... Naja, wir haben jetzt einen Sarkophag. Hier könnte ich auch runterjumpen. Wir haben jetzt einen Sarkophag, mit dem wir fliegen können. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das der Hinweis ist oder ob das einfach nochmal ein Shortcut ist, damit ich jetzt nicht nochmal überall rumhampeln muss. Auf jeden Fall muss ich irgendwas machen mit dem Fliegen. So viel ist klar. Die Frage ist nur, wohin muss ich fliegen? Irgendwo muss das Puzzleteil ja versteckt sein. Gab es hier irgendwelche Bereiche, an die ich bisher nicht hingekommen bin? Oder vielleicht doch einfach hier ganz nach oben fliegen irgendwie? Ne, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also das ist die maximale Deckenhöhe. Okay, irgendwas müssen wir machen. Irgendwo müssen wir hinfliegen, Leute. Die Frage ist nur, wo? Hier auf jeden Fall auch nicht. Hä? Mensch, diese Rätsel schon wieder, ne? Ne, da ist auch nichts. Verstehe ich wieder gar nicht. Aber hier muss doch ein Puzzleteil geben, oder? Das sind jetzt drei Puzzleteile, die mir noch fehlen. Also muss es hier bestimmt auch ein Puzzleteil geben. Ey, ich habe Frame-Einbrüche. Warum? Unfassbar. Da muss man alle... Muss man doch vielleicht alle Ranken besiegen? Gibt es dann ein Puzzleteil? Ist das das Rätsel dahinter? Man weiß es nicht. Okay, wir versuchen mal alle Ranken zu besiegen. Und jetzt einfach mal, für mich ist das jetzt vielleicht der Hinweis, dass ich leicht an jede Position komme.
So. Ich meine, ich habe jetzt ganz viele Eier bekommen. Vielleicht ist das jetzt... Smash Bros. Vielleicht ist das für mich jetzt unterschwellig der Hinweis, ich soll hier einfach alle Gegner besiegen. In jedem Topf, den wir finden, alles wegkillen, alles wegklatschen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir... irgendwo das Puzzleteil einsammeln. Alle Gegner besiegen. Eine eigentlich nicht so unübliche Aufgabe für ein Zelda-Spiel. Dementsprechend, wir versuchen das mal, alle Gegner zu besiegen. Zumindest hätten wir dann alle Möglichkeiten, überall an jeden Ort zu gelangen. So, dann gehe ich mal hier hin. Ich hoffe nur, dass ich genug... genug Federn dafür habe, um alle Gegner zu besiegen. Okay. Da haben wir jetzt auch noch einen. Oh, das hat mich das ja sogar zwei Federn gekostet. Shit. Eine haben wir noch. Ich glaube, es ist aber auch nur noch ein Topf, oder? Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich halt auch... Oh Gott. Wäre ich halt auch mit 20 Federn hier reingekommen, ne? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich jetzt einfach wieder rausgehe. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, es ist aber nur noch ein Topf. Dann haben wir alle. Ah, die Sache ist halt, da unten sind noch Geister. Shit, die habe ich ganz vergessen. Nicht, dass die auch besiegt werden müssen. Die müssen bestimmt auch besiegt werden, diese blöden Geister. Kacke. So, das ist auf jeden Fall die letzte Wurzel. Ja. Die haben jetzt alle besiegt. Tja, vielleicht war das aber auch nicht der Hinweis. Oder ich muss halt wirklich auch noch die Geister besiegen. Ja, oder ich stecke halt fest in der Welt. Cool. Vielleicht sollte ich mir nochmal einen Hinweis suchen. Ja, geil. Jetzt habe ich mich festgebackt. Ja, wunderbar. Ach, toll, Leute. Safe and quiet. Ja, was soll ich machen? Game over. Weil das Spiel rumbuggt. Okay, da bin ich wieder, Leute. Hab mich wieder ausgebuggt. Und ich habe mal nachgeschaut, wo des Rätsels Lösung liegt. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht rausgefunden. Wahrscheinlich hätten wir jetzt auch noch warten können, bis wir den nächsten Hinweis freischalten. Aber ja, ich habe es jetzt einfach mal mir angeschaut. So hätte ich es, glaube ich, nicht rausgefunden. Denn hinter dieser Wand hier... befindet sich das Puzzleteil. Und ich habe sogar, ohne die Kiste kaputt zu machen, das Puzzleteil bekommen. Sehr schön. Ja, das war das Level von Breath of the Wild. Leider ein bisschen verbuggt. Und leider so, dass ich das Spiel neu gestartet habe. Und dadurch wieder auf meine Leben zurückgefallen bin. Auf meine 4 Leben. So. Aber das erste Secret Level ist dadurch beendet. Ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Fehlen nur noch 2. So, und das eine soll ja im Wald sein und das andere auf dem Field. Und ich mache hier nochmal schnell die Kiste kaputt, weil dann kann ich noch das Leben einsammeln. Auch wenn ich immer noch nicht den Sinn dieser Leben verstehe, ganz ehrlich. Die sind irgendwie ein bisschen sinnlos für mich. Also Leben in Banjo-Kazooie muss man nicht verstehen.
Ganz und gar nicht. Okay. So, dann würde ich sagen, suchen wir auf jeden Fall in dem heutigen Part noch das zweite Secret Level. Mal gucken, ob wir das irgendwo finden. Wie gesagt, wir haben halt als Hinweis diese zwei Blumen. Die markieren das... Aua. Die markieren das scheinbar immer. Also, wir haben echt leichte Frame-Einbrüche. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Aber ich habe jetzt nichts geändert. Aber ich glaube, die hatten wir auch schon immer. So. Wir raisen hier mal kurz durch. Eier haben wir zum Glück zu Genüge. Kann halt nur sein, dass wir vielleicht wieder goldene Federn irgendwie brauchen. Da haben wir bis jetzt ja ziemlich viele immer von gebraucht. Gerade für dieses Secrets Level haben wir jetzt auch bestimmt mit denen, die wir gefunden haben, 20 goldene Federn ausgegeben. Und eigentlich auch alle Eier. Naja, mal gucken. So, das heißt, ich würde jetzt hier auf dem Field einfach mal zwei blaue Blumen suchen. In der Hoffnung, dass es die irgendwo gibt. Und die goldene Feder nehme ich mir auch mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Eier habe ich voll. Mal gucken. Ob ich hier... Guck mal hier. Aha. Ja, man muss nur wissen, ne? Wo man suchen muss. Oh no. Kongas Banana Horde. Okay, rein da. Ach du Kacke. Okay, ich kann auch nur nach links laufen. Komm ich von da an die Feder ran? Ganz knapp nicht. Scheiße. Vielleicht mit dem... Ich hätte halt gerne die goldenen Federn, das wäre toll. Vielleicht so. Jo, geil. Aha. Hä? Der ist irgendwie so komisch im Hintergrund. Mann, das könnt ihr doch nicht 2D machen und dann so komisch dreidimensional. Das ist ja bescheuert. Okay, ich ignoriere das mal. Na klar. Bin gleich tot. Wenn mich wieder einer erschreckt, dann ist vorbei. Hallo? Buttonkack-Level! Spawn ich wenigstens in dem Level wieder? Ja. Und ich kriege auch wieder eine goldene Feder. Yay! Ja, natürlich. Ja, zweimal Schaden bekommen. Okay, das ist irgendwie ganz komisch hier mit dem zwei-, dreidimensionalen. Okay, jetzt habe ich ihn. Warte. So, rote Feder. Theoretisch kann ich ja wieder den machen. Okay, da habe ich den. Der kommt irgendwie immer ein bisschen versetzt. Ja! Okay, das ist ein bisschen buggy auf jeden Fall hier, das Ganze. So, ich versuche die mal zu ignorieren teilweise. Was ist das hier? Nee. Das sieht komisch aus. Oh Mann, man sieht die halt manchmal gar nicht, gell? Okay. Da haben wir jetzt eine goldene Feder. Junge! Ja! Alter! Ich krieg hier einen zu viel.
Mit den Viechern. Was zur Hölle? Okay, jetzt ergibt das Leben für mich Sinn. Aber ich finde es trotzdem noch schwierig. Die machen 2 Schaden. Wie hart ist das bitte? Mumbos Schädel habe ich eingesammelt, ne? Den muss ich jetzt nicht nochmal. Hoffe ich. Mann! Das ist total bescheuert! So, ja, den habe ich da oben eingesammelt. So, die habe ich. Da komme ich nicht ran. Ey. Ich war nie ein großer Donkey Kong Spieler. Deswegen kotzt mich das Level jetzt gerade umso mehr an. Ja, komm. Ich lasse den Geist ziehen. Aber hier... Okay, das war gut. Das war gut. Natürlich. Ich krieg das alles nicht. Okay. Wie komme ich da oben ran? Das ist alles ganz merkwürdig hier. Bestimmt über diese Plattform, oder? Könnte man das schaffen, wenn ich hier überall noch Geister rumhängen würden? Komm, geh weg! Geh weg! Oh, leck mir am Arsch. Mann, ich kann doch nicht 5-mal Schaden bekommen. Okay, den Hammer. Damit haben wir 20 Stück. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal eine stattliche Anzahl. Will ich wieder sterben? So. Na, ich kriege immer dieses Leben nicht. Okay. Die fallen alle runter. Menü. Okay, jetzt habe ich 1000 Federn bekommen. Okay, ein bisschen Leben bekommen. Federn? Nee. Irgendwas muss ich noch machen. Irgendwo gibt es noch was Geheimes, was ich jetzt nicht gesehen habe. Mensch, ey, das Level. Was ist mit Smash Bros? Ja, irgendwo... Irgendwo muss es was geben, wo ich abheben kann. Okay, ich habe viele von den Gegnern besiegt, das ist schon mal ein Vorteil. Okay. Warte mal, kann ich hier... Ein Leben einsammeln. Okay, so geht's eigentlich ganz smart. Okay, jetzt haben wir hier wieder einen blöden Geist. Schnell weg. Schnell weg. Nein. Okay, ist das hier vielleicht der Hinweis? Das sieht halt so komisch auffällig aus, finde ich. Boah, ich muss mich doch bestimmt irgendwo runterfallen lassen, oder? Ich komme gar nicht runter.
Hier vielleicht? Runterfallen lassen? Aber wo soll ich hin mit den Federn? Leute, der Part ist zu Ende. Komme ich hier hoch? Komme ich auch nicht. Ne, hoch komme ich nicht. Hier runterspringen? Boah, ich bin gleich tot. Hä, warum bekomme ich dann Federn? Gott, ich habe nur ein Leben. Okay, ich guck mal, ob ich das noch abschließen kann hier. War das was? So, auf jeden Fall nicht. Das... Oh ja, da ist es. Da ist zumindest das Puzzleteil. Weiß nicht, was auf der anderen Seite noch kommt. Warum bekomme ich 100 Federn? Was war das denn für ein Hinweis? Wir machen gerade ein bisschen Überlänge, Leute. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Okay, das ist nur der Rückweg, ne? Oder gibt es da unten noch was? Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Hallo? Hallo? Banjo? Jetzt. Was ist denn, wenn ich hier hochkletter? Wo komme ich denn da raus? Ah, okay, da komme ich durch das Loch raus. Ist mir jetzt eigentlich auch egal, wenn ich sterbe, weil ich habe eh nur noch ein Leben und... Also ein... Okay, hier ist tot. Ich wollte es aber ausprobieren. Mir egal. So, und hier kann ich jetzt einfach wieder zurückgehen. Gut, Leute, wir haben aber das Puzzleteil. Wir haben alles, alle Jumbos, glaube ich, auch in dem Level geholt. Ich bin zufrieden. Das heißt, es fehlt uns nur noch ein Secret Level. Und das ist im Wald. Das haben wir auch schon gesehen, wo genau das ist. Und dann sind wir auch mit dem Secret Level durch. Geil. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Banjo und Kazooie. Tschüssi.